Der türkische Präsident Erdogan hat den Vizepräsident des Deutschen Bundestages angezeigt, weil dieser ihn kleine Kanalratte genannt hat. Ob das juristisch Konsequenzen für Wolfgang Kubicki hat, das verrate ich in diesem Video. Willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und diskutiere mal hier unten, was du von den Äußerungen Kubickis hältst. Bekanntlich bin ich ja sonst ein großer Anhänger von Wolfgang Kubicki, aber ich denke, in dieser Angelegenheit hat er weit über das Ziel hinausgeschossen. Im Rahmen einer Wahlkampfveranstaltung hat er den türkischen Präsidenten Recep Erdogan als kleine Kanalratte bezeichnet wegen seiner Flüchtlingspolitik. Die Frage ist jetzt, ist kleine Kanalratte strafrechtlich zu würdigen und wie ist es zu würdigen? Erdogan bedient sich dabei eines in Deutschland tätigen Strafverteidigers Mustafa Kaplan und der hat verlauten lassen, dass Kubicki den Straftatbestand der Verleumdung vollendet habe. Das ist aber ersichtlich Quatsch, denn eine Verleumdung verlangt eine Tatsachenbehauptung und Kubicki wollte ja nicht behaupten, dass Erdogan ein Tier sei. Daher kommt eben nur der Straftatbestand der Beleidigung in Betracht, gemäß § 185 des Strafgesetzbuches. Im Übrigen muss dann zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht eben abgewogen werden. Eine Formalbeleidigung liegt dann vor, wenn Begriffe kontextunabhängig gesellschaftlich absolut missbilligt und tabuisiert werden. Das kann von einer Ratte eben angenommen werden, denn laut Duden ist Ratte ein Schimpfwort für einen widerlichen Menschen. Da hilft auch nichts Kubickis Ausreden, dass eine Ratte, was sagt er, ein kleines, niedliches, gleichwohl kluges und verschlagenes Wesen sei, weshalb sie auch in Kinogeschichten auftauche. Das ist schlichtweg eine Ausrede. Daher liegt meines Erachtens ganz klar formaljuristisch eine Beleidigung vor. Hier haben wir auch nicht den Tatbestand der Schmähkritik, denn anders als bei Böhmermann ist Kubicki eben kein Satiriker, er ist Politiker und er wollte hier nicht die Grenzen der Meinungsfreiheit im Wege der Satire austesten. Er hat schlichtweg ohne Netz und doppelten Boden ist er übers Ziel hinausgeschossen und hat beleidigt. Von daher kommt es da auch gar nicht drauf an. Kubicki kontert weiter und sagt, er sei auf einer Stufe mit türkischen Journalisten zu stellen, die in der Türkei auch wegen sachlicher Kritik und nicht nur wegen Beleidigung verhaftet worden seien. Auch das ist ein ganz anderer Fall. Man mag zu Erdogan stehen, wie er will. Ich sehe seine Politik auch häufig kritisch und ich sehe auch Menschenrechtsverletzungen in der Türkei kritisch, aber all das hat mit diesem Tatbestand nichts zu tun. Das Einzige, was Kubicki jetzt noch retten könnte, ist seine Immunität im Bundestag, denn die müsste als Abgeordneter, die müsste vom Bundestag aufgehoben werden. Wenn die aufgehoben wird, dann könnte tatsächlich eine Geldstrafe im Wege eines Strafbefehls drohen. Da wird nicht viel bei rauskommen, aber hier ist Kubicki tatsächlich übers Ziel hinausgeschossen. Wie siehst du das? Wir sehen es wie immer vor Gericht.